Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem nordfriesischen Marsch. Wir setzen unsere Arbeit fort mit der Erntehaufen 2. Jetzt werden wir gleich den Abfahrer holen. Das ist der für Stroh. Den starten wir auch gleich. Den machen wir Rundbahn für. Ja, für Verkauf. Das ist der Abfahrer zum Hof. Hauptsache fährt nicht ein Gramm. Zum Glück macht er keine Fruchtzerstörung. Ich dachte, irgendwas will er in Kram fahren. Wir werden die Lage bald verkaufen. Jetzt wollen wir uns die Ballen wieder zurückholen. Wenn das Geld reicht zum Kauf eines Traktors, wo ich lieber Land kaufen würde. Gut, fahren wir zum Verkauf. Gärtnerei. Wieder rund 50.000. Und da haben wir gleich im Anschluss Stroh. Also eine Fuhre. Ballen ist noch zwei ungefähr. Die Wiese ist auch schon wieder fast soweit. Mikrofon ist dran. Eine Kontrolle machen wir wieder. Weg bist du. So, wir zurück. Ein paar Ballen sind noch. Das sollte für einen Traktor reichen. Für einen guten, kräftigen Traktor. Oder für viel Land.
die meisten Ballen lagen oben auf Feld 14. Auf Feld 13 sind auch noch Stroh, was gepresst werden muss. Oh, hier kann ich fahren, ohne Ende. So lange nicht fertig, ich muss noch auf Dings arbeiten. Das Soja. Wenn ich das kaufen könnte, das Feld, dann wäre das Geld drin für den Traktor hinterher. Was wird das ungefähr kosten? Was wäre das Land wert? Das wäre wert 500.000. 19. Das wäre doch fast zu bezahlen. So, schnell zur Gärtnerei. Ein paar Ballen liegen noch auf der Wiese. Auf dem Feld 15. Und dann nehmen wir Rest gleich Stroh mit. Wie man sieht, läuft die Ernte noch auf Feld 2. Da können wir auch noch mal, da haben wir auch noch etliches im Lager, was wir verkaufen können. Weizen. Aktuell kommt Hafer rein. Da können wir richtig expandieren. Das meint er mit schwarzen Schatten. Bevor nie aufgefallen. Den schneiden wir mal gleich hier. Na, kein Tuten? Nö. Brauchen stärkeren LKW. Der zieht ja nix. Stehen noch zwei. Nicht aufsteigen. Ja, das Feld, das Land würde uns 2.000 kosten. Aktuell haben wir 394.000. Kreditrahmen haben wir auch wieder. 2 Millionen habe ich jetzt ungefähr. Aber da verkaufen Soja können wir fast einen Traktor kaufen. Wir brauchen noch einen. Blocking, Hafer, Stroh. Kontrolle. Der fährt.
gucken. Da. Naja, hat ja nicht mehr viel. Schwupps, ist wieder einer fertig. Naja, der fährt doch. Naja, gut. Das läuft ja wieder. Aber man kann nicht überall sein. Ja. Schnell noch ein paar Silagebahn sammeln. Brauche ich jetzt eigentlich einen Traktor? Traktor brauche ich trotzdem. Hier sollte mich rocken rein. Das geht nur mit dem Traktor. Obwohl die Ernte ist gleich fertig, Anführungszeichen gleich. Das heißt, ein Traktor wird frei. Ja, aber nicht mehr in der Folge. Mal 10 Ballen. Mal ganz kurz Kontrollfahrt machen. Der Ball aus dem Graben raus ist. Der nachts reingerollt war. Also ich sehe keinen mehr. Gut, hier liegen keine mehr. Dann machen wir uns daran. Ich habe wieder heller geworden. Als Stroh sammeln. Stroh sammeln. Also Strohballen, die wir jetzt verscheuern können. Da geht er hoch wie ein Hirsch. Jemand Gram gefahren. Nö. Schauen wir ins Lager rein. Hafer haben wir jetzt mittlerweile schon wieder. Oh. Mit denen dazu kommt 120.000. Weißzeug gut verkauft. Ambition wollen wir keine. Gepresste Ballen 48. Achso, auch heute.
Eisenbahn. Vielleicht zwei. So, das haben wir zur Gärtnerei. Das muss ich mal ändern. So. Ob es keine Probleme gibt mit dem Verkauf. Zwecks durcheinander. Wird heiß hier. Na, Sonne ist weg. Und hopp. Schaukel aber auch. Up. Ja, Stroh bringt nicht so viel. Aber das können wir nicht verschenken. Noch nicht. Gut, dann machen wir einen Plan für Feld 15, Roggen. Feld 2 werden wir rein machen Raps. Feld 13 Soja oder ja, Soja. Und Feld 1 auch Soja, mal sehen. Stroh da. Kann man noch ein bisschen was aufnehmen? Den Ballen vollkriegen. So, mal die Frau der Landwirtschaft. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat gefallen. Jo, ansonsten seid mal mit Gewinke und goodbye. Und vielleicht sehen wir uns wieder zur nächsten Folge.